Herzlich willkommen zur nächsten Folge Rocket League mit Dominik und mir. Schönen guten Tag. Servus. Kleiner Anfangsruckler. Viel hat sich verändert. Ein, zwei Monate Pause haben wir bei der Aufnahme gehabt. Mittlerweile sind wir im Doppel, beide Gold. Dominik und ich haben ziemlich viel gespielt. Ich habe auch im 3 gegen 3 mit Leuten aus meiner Uni immer mal ein bisschen was gespielt. Ich habe ganz schön niedrige Frames, muss ich sagen. Das ist ganz schön ungewohnt, so lange nicht aufgenommen. Da war ich vielleicht in die Low Frames schon gewöhnt, jetzt fällt es mir auf. Das ist aber schon sehr heftig, was hier gerade abgeht. Auf jeden Fall gibt es auch ein paar neue Änderungen. Die neue Season hat angefangen, wenn der Ball ins Tor fliegt. Was wir jetzt hier schon das erste Mal sehen, zack. Da explodiert es ein wenig spektakulärer. Große pinke Explosion haben wir eingestellt. Und so ein bisschen was anderes wie Motorgeräusch. Oder auch diese Map hier hat sich verändert. Also mal schauen, gleich zwischen den Spielen werde ich auf jeden Fall nochmal die Einstellungen runterschrauben. Drüber. Was ich allerdings bei Rocket League, wie gesagt, immer noch nicht verstehen kann. Weißt du, da kannst du Battlefield auf Ultra aufnehmen und es sieht vernünftig aus. Und hast mindestens 60 FPS. Und Rocket League, also... Schon anspruchsvoll. Ist schon ein cooles Spiel so, ne? Aber ich spiele... Ich spiele schon nicht auf höchster Qualität. Und im Vergleich zu Battlefield oder so ist das, sind das ja nochmal Welten so. Von dem, was eigentlich die Anforderungen sind. Oh, daneben. Auch wenn wir zwischenzeitlich, habe ich mich echt geärgert. Wir haben viel gespielt. Ja, den Fortschritt, weiß nicht, ob man den sieht, ne? Ich will jetzt hier die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Zwischenzeitlich habe ich mich echt geärgert, dass wir nicht aufgenommen haben. Da waren schon coole Sachen dabei, teilweise hier, wo dann einfach so Pässe klappen oder so. Aber ich meine, das Projekt kommt zweimal die Woche, ja. Und... Oh nein. Alles nicht schon gut. Wieder. Die Folge habe ich gestern erst gesehen. Und hätte ich jedes Spiel aufgenommen, wären wir bestimmt an die Projektgröße von FIFA gekommen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, sowas, aber FIFA kommt ja auch wieder. Beim Runterfallen bin ich nicht gegengekommen. Oh, ich wollte den wegrammen, aber der hat mich eher weggerammt. Ich habe gerade nicht mehr als 30 Frames, wa? Also, liebe Zuschauer, es tut mir leid. Aber ich finde es gerade auch nicht schön. Aber ich weiß auch nicht, das zieht sich seit der ersten Folge Rocket League so durch. Gut, was soll sich auch ändern? Bring, ne? Das Aufnahmeprogramm. Nee, OBS macht noch mehr Ruckler rein. Sogar beim Spielen dann. Gut, die habe ich jetzt auch. Schön. Aber gerendert, vielleicht kann ich da noch was rausholen. Vielleicht sieht das ja ein bisschen flüssiger aus. Hätte ich nichts gesagt, wäre es vielleicht nicht mal aufgefallen. Weil das Projekt ja eh keiner guckt. Oh, der ist ganz nice von dem. Ganz schön torarm. Ja, und dann passiert natürlich wieder sowas. Das ist das, guck mal, bei den Aufnahmen habe ich das auch voll oft verkackt. Bei 30 Frames finde ich das echt schwierig. Also, okay, ich könnte jetzt sagen, ja, keine Ausrede, aber irgendwie ist es das ja schon. Ja, natürlich ist es eine Ausrede. Ja. Aber ich finde eine gerechtfertigte. Hab mich echt sicher gefühlt. So, rein damit. Hab mich in letzter Zeit echt sicher gefühlt mit dem Spiel. Aber jetzt gerade, es ist wackelig. Aber was soll's, nicht so lange rummeckern hier. Uiuiui. Oh. Rückpass. Das war ein Passspiel. Fußball. Oh, jawohl! Siehste, wer hat die Vorlage gemacht? Ah, ne, hab ich gar nicht mehr. Nee, ich? Ich hab den so geil zu dir gespielt, ja? So, scheiß auf 30 Frames hier, das war alles in der Ausrede. Ah, oh, nice. Guck mal, wenn ich sowas dann mal geschafft habe, da habe ich mich geärgert, dass ich es nicht aufgenommen habe. Das freut mich doch jetzt schon wieder, dass es jetzt geklappt hat. Und daran sieht man wieder, dass das Glück war, ne? Ja, das... 30 FPS. Ja. Okay, damit ist jetzt quasi alles entschuldigt, was ich jetzt falsch mache. Ne? Ja, das war ein easy Ding. Hä? Oh nein, gar nicht von Sprung runtergegangen. Ich bin auf Sprung draufgekommen. Das lief ja gut. Hast du? Nö. Okay. Den habe ich. Aber jetzt? Ja. Noch ein bisschen gewartet, dass ich auch die Glanzparade kriege. Ist weg. Oh jawohl, das war richtig unnötig, da zu springen. Oh!
Hätte ich gehabt. Hab ich auch so. What? Ich dachte, da setze ich mich vielleicht deutlicher durch gegen den. Da kommt da. Ja, das juckt uns doch nicht. Hast recht. Das war ganz knapp. Ich war sogar dran. Also, wir haben einen sehr großen Sprung gemacht, auf jeden Fall, das Fazit aus diesem Spiel hier, ja. Nicht nur ich habe gerade einen großen Sprung gemacht. Okay, der war jetzt nicht so groß. Aber das Tor, du musst. Mhm. Aber im Spiel wurde ein großer Sprung gemacht. Neue Karten, neue Season, neue Einstellungen an den Autos. Ich habe übrigens auch ein anderes. Ich habe gesehen, in Aufnahmen, da habe ich die ganze Zeit mit dem Polizeiauto gespielt und natürlich alles Frank Buschmann und so. Ja, jetzt, wenn man hier auf Gold-Elo ist, muss man ja mal so tun, als würde man hier Series spielen, ne? Ja, davor haben wir nur rumgetrollt. Ja, auf jeden. Vollkommen offensichtlich. Schön! Hat Spaß gemacht. Volley-Tor und Glanzparade. Tja, das ist der Daniel. Und Liga rauf. So, dann gehen wir doch einfach mal in den Einstellungen noch weiter runter. Es gibt noch da unten die Render-Qualität. Vor allem, das heißt ja auch hohe Qualität, Qualität, Leistung, hohe Leistung. Aber hohe Leistung, das ist so hoch, mittel, mittel, hoch von der Reihenfolge. Ich bin jetzt überall nur auf Qualität gegangen, also auf die zweite Stufe. So, Augenkrebs incoming, aber hoffentlich 60 Frames. Das würde ich sogar in Kauf nehmen. Okay, nicht auch. Das ist ja toll. Nicht, das freut mich. Also nicht den Augenkrebs. Achso, aber was ich. Habe ich ja noch nicht zu Ende gebracht, das mit dem großen Sprung, ne? Also. Aber auch. Also es trifft einfach auf alles zu. Auch die Aufnahme und so. Alter, das ist aber echt eine schlechte Qualität. Fahr du? Wunderschöner Regen. Ja, auf jeden Fall wunderschön bei mir hier gerade. Bei mir leckt es aber auch gerade ein bisschen. Ich gehe hin. Ja, ne, lenken tut's bei mir nicht. Es läuft einfach nur auf 30 FPS. Als wenn das da gedrosselt ist. Oh mein Gott, ich weiß glaube ich auch warum. Nee, weiß ich gar nicht. Ich habe auch schon andere Projekte mit Fraps aufgenommen. Ich dachte gerade, ey, das leckt gerade so hart. Ich weiß nicht, was los ist. Internet geht? Ja. Nein, 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 nein. Ich dachte gerade nämlich erst... Ich dachte nämlich gerade erst, ich habe Fraps auf 30 FPS gedrosselt, aber ich habe halt auch schon Formel 1 aufgenommen. Und das mit 100 Frames. Och, da hat er... Hä? Was war das denn jetzt, Daniel? Ja, der hat mich damit irgendwie gekriegt. Da hättest du einfach draufballern können. So, ich habe Render-Qualität wieder hochgemacht, damit wir hier nicht so verschwommen sehen. Seht ihr, das geht auch schon. 30 FPS sind eh nicht höher gegangen. Muss ich mich daran gewöhnen. Nach dem Tor gibt es eh keine Ausreden mehr. Das denke ich alles eine Gewöhnungssache. Ich weiß damals noch beim FIFA-Orakel, wo ich gegen Jake... Nice. Der nächste große Sprung. Ach doch. Als ich beim FIFA 14 Orakel noch gegen Jake gespielt habe, da habe ich, glaube ich, 25 Frames oder so in FIFA gehabt. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht das echt. Jetzt gerade ist es halt ein Unterschied nach 2 Monaten, ja, ohne Aufnahme bestimmt 120 FPS und butterweichem Spielen. Das Einzige, was Probleme gemacht hat, ist eventuell mal das Internet, aber auch das nicht. Und dann jetzt hier die 30. Oh, der hat einen coolen Boost. Oh ne, da kann ich nicht hingehen. Oh, da ist der Pass. Mario. Schießen. Ich habe hier gestern übrigens den Mario Gomez gesehen. Wo? Oh. Also nicht wirklich gesehen. Dresden hatte er Öffnung, Saisoneröffnung gegen Wolfsburg und ich war gerade in der Stadt und dann kam der Wolfsburg-Bus. Also ich habe keinen Spieler gesehen, das waren einfach nur vertönte Scheiben. Aber dadurch, dass Wolfsburg hier gespielt hat und... Jawohl. Und dass der... Und dann war da halt so ein Bus und das war der Bus, der ist in Richtung Stadion gefahren. Und das war halt der Wölfe-Bus. Au, au, au! Der Bus unserer Wölfe. Vielleicht war ja auch Klaas mit drin. Gut Kick. Gut Kick.
Ach, die sind schon wieder nicht gefahren. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ist ein bisschen fail hier gerade das Spiel. Aber nicht von Frames her. Weg mit dir. Toll. Ich konnte nicht mal rückwärts weiterfahren. Und trotzdem hat er der. Ich glaube, ich habe die schon wieder weggeschubst. Das glaube ich auch. Nee, nur dich blockiert. Ja. Aber dann ist halb so wild. Ja. Und wir hatten richtig geile Spiele mit Anstoßtoren. Das ging einfach so gut, immer einklemmen und dann schießen. Deswegen habe ich mich eben auch geärgert, als ich beim Anstoß da den schon zum Lupfen gekriegt habe, einfach schlecht gelupft habe, so nach links. Das ist, finde ich, dann eine Frames-Sache. Das ist auch, als ich bei dir war, Dominik, mit dem Surface, da waren die Frames so niedrig, da kann man diese Winkel überhaupt nicht richtig treffen. Wenn du den jetzt so aus dem Spitzenwinkel reinschlinzen willst, das geht ja nicht. Oh, das ist aber eine Vorlage. Ich hab nur rückwärts. Oh. Schön. Hab ich? Oh. Komm, ich probier. Der denn runter. Scheiße. Der Final Tipp hat nicht gereicht. Machst den? Oh, ich hab den, glaube ich, sogar weggehauen, auch wenn es aus Versehen war. Juhu! Nein, der kommt auch nur weg. Nice! Oh, Mist. Probier mal was. Ach du Scheiße. Ach, Scheißdreck. War nicht schlecht, gefahr nach hinten. Achso, und ich weiß noch, wir hatten das eine Spiel, wo wir irgendwie auch 3-0 oder so zurückgelegen haben und dann in den letzten 3 Sekunden 2 Tore gemacht haben. Also 3 Sekunden vor Schluss und dann den Anstoß direkt wieder. Ach nee. Ich hab diesen scheiß Boost nicht bekommen, Alter. Und dann haben wir den Anstoß direkt wieder gemacht und dann haben wir uns in die Overtime gerettet. Das war, da waren wir richtig am Hardtrain. Nein, aber der trifft noch nicht. Dann kann er jedes Mal früher als ich am Ball sein. Das ist auch mein größtes Problem in Rocket League. Lol, bei mir ist der Ding getroffen. Ah, oh, scheiß Spiel. Vorbei. Hä? Er macht einfach kein Doppel. Der geht drauf. Da hätte ich aber auch fast schon wieder falsch gelenkt, so schräg durch die Frames. Fast am Ball vorbei. Das ist heikel. So, jetzt müssen wir langsam. Mach ich? Oh, der ist so lange in der Luft, das nimmt mega viel Zeit. Longshot! Nein! Ach Mann, ey, das ist so ein dummes Spiel, Mann. Das war ein bisschen ärgerlich. Oh, dafür gibt's den Downrank hier. Ich würde sagen, eins geht noch. Oh, no, geht noch. So, dann können wir doch jetzt nochmal gewinnen, dann war das doch eine erfolgreiche Folge. Ohne Düssel seid ihr nur ein Dorf. Ohne Drummel bist du nur ein Mann. Naja, da wollte einer den Trick machen, aber den haben wir doch gekonnt abgewehrt. Pass in die Mitte! Oh, mit dem Salto. Juhu! Da bin ich extra früher abgesprungen. Mit Risiko. Na. Sonst hätte ich den nicht bekommen. Nice rumgesaltot. Saltist. Bisschen richtiger Salteser. Mhm.
Da gönnt er sich das Smuggle Boost. Oh ja, mach was. Was denn? Nach hinten fahren. Mach du was. Geht doch. Oh, der kommt. Jetzt kannst du rausfahren. Nö. Kommt keiner. Jetzt. Das ist ungünstig. Jetzt kannst du den haben. Nice. Steilpass. Direkt abgenommen. Vorgelegt wie beim Volleyball. Jetzt wird geschmettert. Ich dachte erst, ich habe den mit meiner Bewegung an dir vorbeigelegt, aber der war eigentlich ganz nice. Ja, Pfosten und Leiter treffe ich gerne, liebe Zuschauer. Da könnt ihr euch dran gewöhnen. Das seht ihr noch öfter. Ring, ne? Und das eigene Tor trifft er auch ganz gerne. Zack. Ach, Quatsch. Ja, mittlerweile, wenn ich mit den Leuten aus der Uni gespielt habe, da hat sich schon den Daniel machen eingebürgert als Eigentorschießen. Genauso wie den Aileen machen ist, wenn man den Unterricht verlässt. Oh nein, der blockt mich! Das war der Perfect Konterpass. Jawohl. Oh. Ach, nicht wirklich. Mädchen fürs Schmidtchen. Ich bring nochmal. Oh, oh, ja. Ich hatte dich. Oh, ich bin schon fast weggezogen, weil ich dachte, der berührt ihn nochmal. Mitte. Oh, der hatte so ein bisschen Flummi-Intus. Ach, scheiße. Ach, nee. Da hat er Bright gescheint. Lustig. Naja, ich fahr. Du lauerst. Da ist er. Der Leck. Der kommt. Nice. Der will zerstören, der ist hinter dir. Sehr gut. Ach, naja, das war doof. Oh Gott. Warum lag ich denn? Hä? Das sah grad geil aus. Ja, das war mega komisch. Bloß weg. GGG, der eine ist noch bei uns. Jetzt kommt er. Mitte. Oho, wo bist du? Da habe ich es aber auseinandergenommen. Eigentlich so gar nicht, aber einfach mal feiern, wenn was klappt. Oh nein. Nein, da kommt er. Ey, ich hasse dieses Spiel. Warum ist das immer so knapp? Weißt du, wenn der meilenweit vorbei wäre, ist ja kein Problem. Aber so knapp, na. Oh. Der kommt. Du auch. So, und das meinen wir übrigens mit Anstößen, ja? Die klappen eigentlich sogar ziemlich oft. Also heute in dieser Folge komischerweise noch gar nicht, aber so... Ja, wenn es gut läuft, 1-2 Tore pro Spiel, ne? Also Anstöße sind schon was Geiles. Bin hinten. Das ist auch gut. Oh, ist der kommt so schnell für mich. Nein! Hau ne- Doch, du bist hinter mir. Ich war da vorne. Ja, nice. Alter. Na komm, mach's jetzt nochmal ein Anschlusstor. Da. Ja, ich bin noch drüber gelaufen, du Spassi. Liebe Zuschauer, ich habe euch doch nicht zu viel versprochen. Das ist der nächste Anstoß. Ja, der zählt noch als Anstoß. Ich bin froh, dass ich den nicht blockiert habe. Ich wollte den blockieren, falls der hingeht mit meinem Sprung da. Letztendlich war es ein Sprung ins Leere, aber Hauptsache, ich habe den Ball nicht blockiert. Neulich habe ich das erste Mal so einen direkt reingetroffen. Super. Und die Vorlage. Den nehme ich. Oh nein. Erstmal leicht in die Ecke, nicht ganz so dolle. Was macht der leider? Pisa. Warte vorne, ich brauch Boost. Ich mach den rein, nicht. Oh, was passt? Oh, schöner Save.
Ja, wer eh daneben gegangen war, nur Mittelfeldpass. Kannst du den nochmal bringen? Ich probier's. Oder machen? Oder ich machen! Mach's. Jawohl! Nee, nicht immer. Mittlerweile merke ich das mit den Frames gar nicht mehr. Es ist manchmal... Ja, da ist der nächste Anstoß. Geil. Das ist immer Best Case. Ball bleibt liegen, Spieler fallen weg. Einer geht noch, oder? Ja, komm. Nicht wirklich. Nee, da bin ich nicht gut hintergekommen. Oh, nice. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, worüber hatte ich geredet? Best Case. Davor, weiß ich noch. Oh nein, da ist er nochmal. Schön! Du ans Parade. Achso, das mit den Frames. Ich merke manchmal so, wenn es um den Winkel geht, so. Sowas wie jetzt hier, zack. Oh, hat sogar fast geklappt. Mit dem Feld passt, das wäre wohl ein Torschuss. Lol. Hä? Ich war dran! Also da merke ich es, aber ansonsten habe ich mich jetzt an die Frames gewöhnt, also es geht doch in Ordnung. Wohl nicht. So scheiße, ey. Machst du Abwehr? Nö. Nee, erstmal musst du dran. Jawohl. Oh nein. Nee! Ich hab ne Parade bekommen. Ja. Warum geht der rein? Der ist Luck hinterher gesprungen. Ach, nochmal berührt, ja. Das habe ich nicht gesehen. Es war viel zu schnell, als dass ich da irgendwas hätte machen können. 15 Sekunden, das ist jetzt echt ärgerlich. Da! Der ist bei dem. Ach nein, oder? Och Mann! Wie der rausspringt! Als ob, ey. Ja, das ist wohl Karma. Wir freuen uns die ganze Zeit über Anschlusstore und jetzt machen die damit den vielleicht entscheidenden Treffer. Einmal können wir noch. Ach, der geht wieder aufs Tor. Was ist das? Eieiei, das ist irgendwie ein ärgerliches Ende. Aber wir hatten Spaß. Hoffentlich halten wir die Liga. Jawohl, das tun wir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.